Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch den zweiten Teil meiner Verblendserie mit Hera Zaranzekun. Wir beginnen gleich mit dem zweiten Dentin-Schneidebrand. Dafür benötigen wir heute Dentin A3, OS2 und Clear. Vermenge diese mit der entsprechenden Modellierflüssigkeit zu einer sahnigen Konsistenz. Zum Vermengen der eingetrockneten Keramik vom Vorvideo benutze ich nur destilliertes Wasser. Wir beginnen wieder mit System und tragen zuerst die Höckerspitzen ringsherum auf. Die Masse sollte in Richtung zervikal flach auslaufen und von okklusal sollte sie einen klaren Umriss der Schneidekanten und Kauhöckern abzeichnen. Die Dentinmasse wird von unten bis zur Mitte flach auslaufend aufgetragen. Zur farblichen Verbindung zwischen beider Massen wird der Rest mit unserer Dentinschneide- und Clear-Mischung aufgetragen. Hier achten wir noch speziell auf die Höckerspitzen und schaffen einen klaren Umriss mit der Schneidemasse. Okklusal gilt wieder die Regel von innen nach außen zu den Höckerspitzen hin. Dafür verwenden wir wieder unsere Dentin-Schneide- und Clear-Mischung.
Mit der Pinselspitze werden noch die letzten Feinheiten herausgeholt, bevor es ab in den Ofen geht. Und schon wieder aus dem Ofen. Sieht gut aus, klare Oberfläche und ist fertig für die Bearbeitung. Wie die Bearbeitung erfolgt, zeige ich euch beim nächsten Tutorial Schritt für Schritt und hoffe, dass ihr alle wieder dabei seid. Noch ein großes Danke an Kochtental Nürnberg, dort entstand das Video. Dann bis zum nächsten Mal! Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben. Nicht vergessen, den Channel zu abonnieren, so verpasst du keines meiner neuesten Videos. Dann viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal!